Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu der adeligen Zwergin. Wir sind jetzt in den tiefen Wegen, haben unseren Auftrag erhalten. Wir müssen in einen kleinen Teig und dort, ja, dort müssen wir, mal gucken, wo müssen wir denn hin? Na, es geht, ja, tja, warte mal, wie viele Seiten, wie weit können wir denn gehen? Wo hat es denn überall Eingänge? Wir müssen dort einen längst verloren geglaubten Schild zurückholen. Die einen sind da rein, wir gehen jetzt mal da rein. Ich habe keine Ahnung, ob wir theoretisch richtig sind. Ich finde die tiefen Wege immer ein wenig verwirrend. Aber ich denke, so langsam geht es mal ins Kämpfen. Hier sind Spinnweben, da wissen wir ja, dass die Spinnen meist auch nicht weit weg sind. Ja, siehst du, wusste ich's doch. Gut, also dann... Den Doppelschlag haben wir bereits aktiviert. Allzu viel haben wir nicht an Zeug, an Skills. Wir hoffen, dass wir jetzt ein bisschen aufsteigen. Weil jetzt werden ja so mal... Ne? Da sind wir noch ganz schön weit weg von irgendeiner... In irgendeinem Aufstieg. So, ich brauche kein Geld, ich bräuchte Wundumschläge. Da habe ich nämlich noch so gut wie keine. So, jetzt gehen wir mal gucken, weil wir wissen, dass Belen was im Schilde führt. Eine raffinierte Falle. Ja, eine ganz raffinierte Falle, die machen wir jetzt weg. Ja, wir können das, wir sind Schurkin. Falle entschärft. Und ich habe keine Ahnung, ob wir richtig sind. Nochmal eine Falle? Gut. Da hat es bestimmt auch irgendwo Feinde. Ich sehe zwar noch keine, aber siehst du, dachte ich es mir doch. Oh. Genlock, Genlock. Na gut, wir entschärfen erstmal, bis wir die Punkte haben. So, komm. Auf, los. Unfairer Kampf. Gut. Haben wir den Falschen betäubt, aber es macht nichts. Komm, und los. Hau drauf. Zedda, hau drauf. Ich bin ja froh, dass wir es nur auf normal spielen. Hihi. So. Wunderbar. Und was habt ihr Schönes für uns? Kriege ich jetzt endlich mal einen Wundumschlag? Nee, ich kriege wieder bloß Kohle. Gut, dann gehen wir mal gucken, da hinten britzelt's, was wir da so finden. Da ist ein toter Zwerg. Da haben wir eine Rune. Ich weiß nicht, wieso ich immer Ruine sagen will. Naja, egal. Gut, okay. Da kommen wir nicht weiter. Da hinten, da müssen wir wohl irgendwie so rum. Gut, dann gehen wir einfach mal gucken. Wahrscheinlich werden wir da dann doch noch die eine oder andere dunkle Brut finden. Deswegen machen wir mal lieber ein bisschen langsam. Da drüben steht schon irgendwer. Ah, da steht der erste. Ja. Ihr habt es geschafft, Kommandantin. Jawohl, mein Junge. Habt ihr Probleme mit dunkler Brut? Ein bisschen. Lasst uns gehen. Wie ihr meint. Geht voraus. Genau. Das ist der Herr, der uns abholen sollte. Aber bevor wir da jetzt mal so einfach vorausgehen, gucken wir uns hier ein bisschen um. Wir wollen ja schließlich wissen, was es hier alles an Wegen gibt. Mehrere kleine, habe ich so den Eindruck. Das macht es mir immer ein bisschen schwer. Jetzt gehen wir erstmal da gucken. Das ist die andere Seite von da, wo wir gerade waren. Ach was. Schönes Deutsch. Das ist die andere Seite von da, wo wir gerade waren. Da kommen wir nicht weiter. Geht voraus, ja. Junge, du solltest uns doch zeigen, wo wir lang müssen. Aber wenn ich das richtig sehe, können wir eigentlich bloß hier. Ja. Na gut, da... Ja, das müssten wir uns nachher überlegen, ob wir da auch noch lang machen. Ah, es gibt zwei Wege. Okay, dann gehen wir erstmal den einen. Gucken mal, wo wir dahin gelangen. Das ist übrigens, das könnt ihr euch schon denken, eine von den längeren Herkunftsgeschichten. Die anderen waren ja nicht so lang, aber die ist wirklich ein bisschen länger. Ich habe die sehr, sehr gerne gespielt, weil sie mir so ein bisschen... Ah, Tiefenlaura. Weil die mir wirklich gut Einblick in die... Ja, in die Zwerge... Da ist der Anführer. Und dann gehen wir mal auf den erstmal. Genau, komm. Herrschaften, ihr schlagt ordentlich. Los, los, widerstanden. Komm, schön weiterschlagen, meine Herren. So. Greifen auch alle an. Ja, das will ich doch hoffen. Genau, so. Meine Güte, der Anführer ist aber vielleicht... Dann haue ich schon immer mit dem Doppelschlag drauf und der geht einfach nicht in das Reich der ewigen Tiefenlaurergründe ein. Verlangsamung spucke. So, Tiefenlaura, komm. Dann haben wir sie auch bald. Meine Herren, ihr werdet bestimmt fertig mit dem einen da. Das hat gut geklappt. Das hat gut geklappt, genau. Dann gehe ich mal gucken, ob ich endlich mal einen Feuerpfeil auch schön... So, okay. Dann haben wir die Tiefenlaura. Geht's hier dann noch weiter? Nö. Nö. Also gut, dann wissen wir... Ja, geht's nicht weiter, oder? Es geht nicht weiter. Ich kann hier nicht weiterlaufen. Kann ich hier weiterlaufen? Nein, ich kann hier nicht weiterlaufen. Ich stehe direkt vor der Wand. Okay, es sieht zwar so aus, als ginge es weiter, aber es geht nicht weiter. Hüpfen kann ich ja nicht in dem Spiel. Okay, dann laufen wir wieder zurück und nehmen den anderen Weg. Das ist auch versperrt hier.
Da sieht man die Steine auf der kleinen Minikarte. Auf der Minimap. Jo. Okay, dann nehmen wir den anderen Weg. Es leben die tiefen Wege und das Potenzial, sich in ihnen zu verlaufen. Jetzt mache ich gleich wieder die Mappe auf, damit ich nicht wieder den Weg renne, den wir gekommen sind. So, da sind wir jetzt. Von da sind wir gekommen. Ich denke, dass wir jetzt scharf hier rummachen, oder? Da ist der nächste Weg. Den gehen wir jetzt lang. Ne, warte mal. Das kann ja auch nicht sein. Den sind wir auch schon gegangen. Da ging es nicht weiter. Also dann geht es dann doch da vorne weiter. Meine Güte. Also gut. Okay. Da geht's rein. Da muss es weitergehen. Wenn es da nicht weitergeht, kriege ich einen Verzweiflungsanfall. Aber sieht gut aus. So, dann wollen wir mal gucken. Den ersten Boten haben wir ja jetzt quasi. Seht mal, so, dass wir eine raffinierte Falle. Eine raffinierte Falle. Raffinierte Falle. Falle entschärft. Und das sieht wieder ein bisschen gefährlich aus hier. Das ist eine Falle. Nochmal eine Falle. Da stehen schon wieder welche. Das ist wieder dunkle Brut. Haben wir denn da einen... So, jetzt haben wir erstmal entschärft. Und dann greifen wir mal an. Komm, Seda, angreifen. Hey, 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 angreifen. Nicht hier ewig entschärfen. Gut, dann gehen wir auch auf den. Da sind mir viele, also dann gehen wir mal auf die, die da sind. So, aber Falle, ja. Das hättest du mir früher sagen müssen. Steh auf, Mädchen. Wir gehen mal hier zu dem da. So, du hast daneben geschossen. Jetzt kriegst du erstmal... Jetzt kriegst du erstmal hier den unfairen Kampf und dann hauen wir auf dich ein. Wie geht's denn meinen Herrn? Ja. So, und komm, gleich haben wir dich, Freundchen. Gleich haben wir dich. So, ich glaube, dann haben wir auch schon alle Kampfhausch. Genau, so. Sehr schön, meine Herren. So kriege ich es auf, Kurzbogen. Ich finde hier alles mögliche Zeug, aber das, was ich wirklich gerne hätte, nämlich Wundumschläge, finde ich nicht. Was soll ich denn mit den vielen Kurzbögen? Kann ich ja mittlerweile einen schwungvollen Handel auf... Ah, Lyriumtrank, auch das ist nichts, was man hier braucht. Weil die Zwerge so gar nichts damit anfangen können. So, haben wir dann alle. Da ist noch, liegt noch ein Genlock. Da haben wir noch eine Falle. Die ist schon offensichtlich schon aktiviert worden. So, okay. Dann lass uns gucken, wo geht's weiter. Wir gucken direkt drauf. Also dann da drüben in dieses kleine da. Oder hier. Da kommen wir her. Also dann da. Gut. Dann noch irgendwas. Nein, es ist nirgends mehr irgendwas, was wir mitnehmen könnten. Also dann folgen wir hier diesem Weg. Ich muss auch mal... Also guck mal, da sind wieder... Das ist ein Zwerg, ein Speer. Gut. Hallo, Speer. Ja. Ich war mir sicher, die dunkle Brut hätte euch... Nein, 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 nein. Ich bin nicht so leicht zu erledigen. Dann werde ich darauf achten, hinter euch zu stehen, wenn sie über uns herfallen. Mhm. Der Tunnel vor uns ist unser Weg. Okay. Er ist voller Spuren der dunklen Brut. Wir müssen vorsichtig sein. Dann lasst uns aufbrechen. Ich folge euch. Er folgt uns. Gut, dann gucken wir erst nochmal rum. Irgendwelche Steine, irgendein Gedöns, irgendein Zeug. Der Weg vor uns, da geht... Gut, dann gehen wir da lang, oder? Dass der Weg vor uns ist, dann gehen wir genau den lang. Ja, guck mal einer an. Auch da kann man... Also, die tiefen Wege. Was ein Labyrinth. Okay, wir gehen jetzt mal hier lang. Ups, lauf weiter, Seda. Ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Irgendwo werden wir schon landen, denke ich mir. Solange es einen Weg gibt, gibt es auch Hoffnung. Also, dann laufen wir hier mal einfach weiter und da steht schon wieder irgendwas. Das sieht aus wie etwas, gegen das man kämpfen muss. Oh, 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 oh. Ja, mal gucken. Genlock, Genlock, Truhe. Okay, das sind viele. Also gut. Dann laufen wir jetzt erstmal zu und gucken, ob wir klarkommen. Das ist eine Falle. Eine Falle, ja, das lassen wir jetzt vielleicht. Eine raffinierte Falle. Ja, noch eine Falle. Die umlaufen wir jetzt einfach alle mal. Und gehen erstmal hier auf diese Bogenschützen. So, Junge, jetzt kriegst du erstmal von mir... Ups, weiterspielen. Oh, so viele. Meine Herren, wo bist du? Wo bist du? Genau. Du bist da. Du gehst bitte mal hier rüber. Wo ist denn mein guter Gorim? Gorim ist ein wenig außer Gefecht gesetzt. Okay, wir hauen einfach mal weiter drauf. Mal gucken. So, dich haben wir. Genlock Alpha. Dann hauen wir mal alle auf den Alpha. Alle auf den Alpha. Genau. Warte mal, du nimmst mal die da drüben, bitteschön. Das reicht, wenn der Speer und ich auf den Alpha einprügeln. Komm, auf, auf. Sag mal, würdest du bitte, Speer, würdest du bitte hier da mal helfen? Meine Güte, wie kann man denn so? Ja, na also, siehst du, geht doch. Und, los, jetzt schießt er schon wieder auf den.
Also gut, wenn du auf den schießt, helfe ich da drüben aus. Ne, da ist, glaube ich, schon fertig. Okay. Wunderbar. Ist da noch einer? Oh, da ist er noch einer. Gut. Die Herren schaffen das ohne mich, würde ich denken. Dann gehen wir mal gucken, was wir hier so finden. Genau, dann... Ich zeige dir, was Schmerz zeigt. Ja, noch schon wieder ein Lyriumtrank. Leute, echt. Langschwert der dunklen Brut. Lauter Zeugs. Tellereisen, Genlock Alpha. Was haben wir hier? Mit einer... Ich werde es tun. Mal gucken, ob wir diese Falle aufkriegen. Ja, guck mal. Das sollte doch klappen. Falle entschärft, wunderbar. Aber wir finden da gar nichts. Also dann ist das fast quasi die Falle. Das ist ja böse. Das ist ja wirklich richtig böse. So, dann gehen wir mal weiter. Wir müssen ja irgendwann diesen Teig finden, in dem scheinbar das Schild... Ist es eigentlich das oder der Schild? Das ist mal eine gute Frage, versteckt ist. So, sind wir denn da hier richtig? Oh, da sieht es nicht gut aus. Da war doch schon irgendwer. Es sieht aus, als sei jemand schneller gewesen. Ja, so sehe ich das auch. Diese dunkle Brut ist ganz frisch. Mhm. Wer auch immer diese Tür geöffnet hat, ist vermutlich noch da drin. Dann sollten wir vorsichtig sein. Okay, macht euch bereit, alles anzugreifen, was sich bewegt. Ja, Herrin. Hm? Gute Jungs. Wir greifen alles an, was sich bewegt. So, da liegt... Ah, ein toter Zwerg. Hast du einen Heiltrank für uns? Ah. Zwergisches Langschwert, also gut, okay. Dann gibt es sonst nichts hier. Dann laufen wir jetzt mal hier über die Brücke. Wir sind auch auf dem richtigen Weg, das ist klar. Boah, guckt euch das mal an. Da läuft die Lava, die tiefen Wege. Das ist schon wirklich ein unwirklicher Söldner. Ja, was denn das hier? Ich freue mich, euch endlich guckt bei mal uns an. Ah ja. Wir hatten schon befürchtet, die dunkle... Nein, ganz so einfach ist es nicht. Und euch fresse ich auch noch. Leider hat sich herausgestellt, dass der Schild nicht ganz so einfach zu bekommen ist, wie man nicht glauben ließ. Aber ich wette, ihr wisst, wo er ist. Ich weiß vor allem, wie ich reinkomme. Vielleicht könntet ihr mir sagen, wo er ist. Mm-mm. Dann lasse ich meine Jungs nicht auf euch los, bevor ich euch zu euren Ahnen schicke. Oh Mann, Gorim, diese Männer hier werden nicht überleben. Ich werde versuchen, meine Enttäuschung zu... Das denke ich mir, mein Gutester. Macht sie fertig, Jungs. Wir finden diesen Schild auch allein. Mhm. Vorsicht! Okay, wie viel haben wir denn? Du bist der Hauptmann. Dann schicke ich Gorim... zum Hauptmann, mich zum Hauptmann, unser Bogenschütze macht diesen hier und ich hoffe mal, dass das hinhaut und du machst den da. So, und dann lassen wir das jetzt mal laufen. Skillmäßig können wir ja so gut wie gar nicht. Ach, da ist noch einer. So, komm. Schon wieder eine Falle entdeckt. Das ist voller Fallen. Also dieser Bogenschütze macht nicht, was ich will. Also wenn der Falle ausgelöst, so ein Mist, bin ich reingedappt. Das ist natürlich nicht gut. Also gut, wenn der Bogenschütze nicht tut, was ich ihm sage. Komm jetzt mal schnell raus hier, Seda. Los, genau, dann gehe ich jetzt auf die anderen Bogenschützen, weil das ist mir ja jetzt wirklich zu blöde hier. Die gehen hier alle auf einen, so. So, komm. Oh, da drüben. Da ist immer noch der Anführer. Ja, okay. Ups. Und da drüben hat es nochmal welche. Also gut, ich glaube, dass unser Freund hier Probleme hat. Falle. Nicht schon wieder eine Falle? Wo haust denn du hin? Mit wem kämpfst denn du, Söldner? Ah ja, jetzt. Okay, komm. Komm, auf. Und? Ja, dann haben wir sie. Wunderbar. Gut, und wir leben auch noch alle. Dann gehen wir mal gucken, was wir hier so finden. Munitionsfass. Ballista-Bolzen. Ah, mit der Ballista hätte man auch schießen können. Auch nicht schlecht. Erstaunlich. Endlich mal ein Wundumschlag. Da ist mein... Wie ihr meint. Ich, genau. Ich nehme das mit. Ich nehme das alles mit, so. Schon wieder so eine... mit einer Falle versehenes Fass. Es gibt alles Punkte. Yes, so. Dann nehmen wir das jetzt. Eduken-Siegelring. Ist das ein Siegelring der Eduken? So sind sie wohl hier hereingekommen. Mhm, er gehört Trian. Der Ring gehört Trian? Das bedeutet, er... Das muss nichts bedeuten. Oder es ist eine Warnung, dass wir wachsam sein sollten. Vorsicht kann nie schaden. Das sehe ich auch so. Guter Gorin. Vielleicht sollten wir jetzt diesen Schild suchen. Nein, wir machen hier erstmal noch Leichenfledderei. Und nehmen die Punkte hier noch mit. So.
Das muss schon sein. Komm her. Weiß nicht, was ich mit diesem Lyrium tränken soll, ehrlich. Ja, tu das, Mädchen. Komm. Okay, jetzt müssen wir dann... Da ist die Balliste. Da ist noch ein Fass. Und da müssen wir mal gucken, wo wir jetzt... Balliste, verkohlter Leichnam. Das ist eine Falle. Wo? Wo? Da ist eine Falle. Sehr schön. 40 Punkte. Oder 20. Ah, da geht's rein. 10. Geizkragen. Okay. Seht mal, eine raffinierte Falle. Ja, nehmen wir alle mit. Eine raffinierte Falle. Noch irgendwo eine... Das ist eine Falle. Eine raffinierte Falle. Nein, diesmal ist es bloß eine Falle, keine raffinierte. Ich hätte ja gedacht, dass man für die Raffinierten viel Kohle kriegt, aber oder viel Punkte, aber ist nicht so. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt da rein, weil da muss dann ja wohl irgendwo dieses... Seht mal, ja, eine raffinierte Falle. Dieses wertvolle Schild sein, beziehungsweise das Schild, der Schild, wie auch immer. So, dann laufen wir da mal hin. Sarkophag. Ein Sarkophag. Wer liegt denn da drin? Irgendein Eduken wahrscheinlich, ne? Mhm. Wie kommen wir an den Schild? Das werden wir gleich gucken. Bah, sehen wir uns mal um. Es muss irgendwo einen Hinweis geben. Ihr zwei, seht nach, ob ihr etwas findet. Die sehen nicht so aus, als würden die was finden können. Da gibt es bloß den Sarkophag. Dann lass uns mal an den Sarkophag gehen zuallererst. Hier ist eine Vertiefung, die dem Siegelring der Edukens zu entsprechen scheint. Jetzt drücken wir mal den Siegelring rein. Nichts passiert. Okay. Aber, was sehe ich? Guckt mal, hier hat es Vertiefungen. Das hat er auch gesagt, einer von den Herren. Dann würde ich mal vorschlagen, dass wir jetzt die Herren zu diesen Vertiefungen laufen lassen. Komm, lauf mal her, mein Guter. Genau. Das kennen wir doch schon. Wo ist noch eine? Da ist noch eine. Komm. Genau. So, und dann muss ich jetzt wahrscheinlich den Siegelring da reindrücken. Ja? Seht ihr noch eine? Nein, wahrscheinlich muss ich jetzt den Siegelring... Genau, so. Nur noch die Vertiefung und wir drücken den Siegelring rein. Haha, er gleitet zur Seite. Eduken-Schild. Geschafft! Wir Juhu. Haben ihn! Sehr schön. Er sieht nicht besonders beeindruckend aus. Unser handwerkliches Können hat sich seit damals ziemlich weiterentwickelt. Aber trotzdem ist er der Schild von Eduken. Naja gut, er ist ein Symbol, nicht mehr, denke ich. Wenn er hilft, die Truppen anzuspornen, ist es etwas Gutes. Genug geredet. Wo ist denn der Treffpunkt? Zurück in die Richtung, aus der wir gekommen sind. Bei der Wegkreuzung. Okay, dann laufen wir genau noch bis dorthin. Das machen wir noch. Diese eine Falle nehmen wir noch mit. Da lag ja noch irgendwo eine. Habt ihr das? Oh ja. Das war ja wohl nichts. So, jetzt lass mal gucken. Verderbniswolf. Ob wir die mit da versuchen sollen, mit der Balliste zu nehmen? Und komm, ich versuche mal zur Balliste zu laufen. Ah, da, guck mal auf. Kampfrausch. So, Junge. Und los. Komm, und. Jeppa. Du willst mich zerfetzen, Junge. Ich sag's dir. Komm, komm, Verderbniswolf. Verderbniswolf ist böse. Meine Herren, ihr dürft auch laufen. Entschuldigung. Ich kann es vergessen, die freizugeben und kämpfe hier so als Einzige. Das ist natürlich keine gute Idee. Na gut, dann rennen wir mal zur Balliste. Wo ist die Balliste? Oh, da geht's nicht rum. Ich lasse die Herren mal kämpfen und versuche mal, die Balliste zu laden. Oh, falsche Richtung. Kann man dich nicht drehen? Ja, das ist natürlich blöde. Der Verderbniswolf ist ganz schön hartnäckig. So, jetzt sind wir aufgestiegen. Wunderbar. Na gut, dann laufen wir jetzt eben zu den Herren da. Ja. Ich muss echt immer aufpassen, wenn ich meine Mannen nämlich auf... nicht frei bewegen stelle, dass ich die auch wieder zurückstelle. Das kämpfe ich da immer ganz allein. Das ist ja auch doof. Schon wieder ein Lyriumtrank. Dafür, dass ich als Zwergin keine Magierin sein kann, finden wir hier verdammt viele Lyriumtränke. So. Genlock, dich nehmen wir auch noch mit. Okay, alles nehmen. Und jetzt werden wir mal... Nee, wir nehmen jetzt nicht die Stärke, sondern wir nehmen die Willenskraft. Genau. So, und dann was nehmen wir als nächstes? Nochmal Kampftaktiken, völlig klar.
Jetzt brauchen wir ein bisschen Skill, würde ich denken. Zwei Waffenstreich. Kann nicht schaden. Okay. Und wo geht's zurück? Da drüben. Da müssen wir hin. Und da laufen wir jetzt auch hin dann. Ups, da geht's lang. Oder? Extra geguckt. Nee, verflixen wir aber auch. Mensch, Leute. Wo geht's denn lang? Oder komme ich da nicht lang? Oh, meine Güte. Es gibt's doch gar nicht. Doch. Aber hier geht's ja gar nicht weiter. Ach, das ist fies. Also gut, dann müssen wir doch wieder über die Brücke. Dann müssen wir ein bisschen Umweg laufen. Gut, okay. Soll mir recht sein. Dann gehen wir genau da den Weg lang, den wir gekommen sind. Ich meine, das hat er ja auch gesagt. Du bist schon... Also machen wir das auch und gucken mal, was jetzt da an der Wegkreuzung passiert, weil da passiert ganz Böses. Da passiert Böses. So. Ich glaube, das ist nicht allzu weit. Da werden wir relativ schnell sein. Und wir werden jetzt in dieser Folge natürlich noch gucken, was Böses passiert. Wenn die dann ein bisschen länger wird, dann ist das so. Ich mag mich da nicht immer irgendwie beschränken mit der Zeit. Es dauert eben, solange es dauert. So, jetzt müssen wir aber auch gleich da sein. Und da bin ich mal sehr gespannt, was jetzt passiert. Ja. Wenn Treant wirklich etwas gegen uns plant, es ist nicht Treant. Das ist hier der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Wir haben den Schild und wir sind ganz allein hier draußen. Ah, verlier jetzt nicht die Nerven. Natürlich nicht. Was murmelt ihr da? Mhm. Konzentriert euch auf die Mission. Wie ihr wünscht, Kommandant. Genau. So. Was ist jetzt passiert? Hallo? Da ist irgendwas passiert. Habt ihr das gehört? Aua, hat einer geschrien und dann klang er sehr röchelnd. Also ganz schnell gucken. Ganz schnell gucken und ihr werdet euch wundern, was da jetzt passiert. Passiert ist. Wenn ich jetzt hier in die falsche Richtung laufe, dann kriege ich die Krise. Redukenteig. Ist nicht zu glauben, oder? Dass ich tatsächlich die falsche Richtung wieder laufe. Das kriege echt bloß ich hin. Da geht es jetzt nämlich wieder nicht weiter. Aber dann haben wir uns das auch angeguckt. Ist ja auch mal schön. Ich laufe wirklich wieder zurück. Also glaube ich das. Das ist doch nicht zu fassen, oder? Na gut, die tiefen Wege waren noch nie meine Freunde. Ich spiele sie sehr gerne. Ich spiele sie wirklich sehr gerne, aber... Ja, ne? So. Ich laufe gerne mal die falsche Richtung. Zwischensequenzen sind immer, machen es immer ein bisschen schwierig, weil ich dann so vor mich hin triel und dann schon gar nicht mehr weiß, wo ich war. Jedenfalls müssen wir jetzt diesem röchelnden Schrei hinterher. Lass mal kurz gucken. Dann hier lang. Wir müssen doch irgendwie an diese Kreuzung kommen wieder, oder? Da geht's weiter. Da waren wir doch auch schon. Da ist diese Falle. Also wir sollten doch jetzt wirklich an diese Kreuzung kommen. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, das sieht gut aus. Hier ist diese Kreuzung. Und da liegen jetzt plötzlich Leichen. Und wer liegt da? Wer zum Kuckuck liegt da? Beim Stein, das ist Treant. Treant ist tot. Die dunkle Brut muss ihn angegriffen haben. Das sieht nicht nach dunkler Brut aus. So ist es. Keine Bisse, keine Kratzer, keine Verstümmelung. Seid vorsichtig, die Täter könnten immer noch in der Nähe sein. Da kommt jemand. Wer kommt? Das untersuche ich erstmal meinen Bruder. Und dabei kommt da irgendwer. Und wer kommt da? Bill mit seinem Mann. Mit seinem Papa. Papa, ich war es nicht. Papa, ich war es nicht. Ach je, armer alter Mann. Sein Thronfolger tot. Ich neben ihm, ich die Nachfolgerin. Es ist ja völlig klar, welcher Verdacht da auf uns fallen wird. Und wir wissen natürlich, dass er es war. Was ist hier geschehen?
Es scheint, als kämen wir zu spät. Dylan hatte recht. Nein, Dylan hat gelogen. Meine Tochter, sag mir, dass es nicht so ist, wie es aussieht. Sag ich dir so gerne. Das ist es nicht, das versichere ich dir. Sie hat Trian auf dem Gewissen. Trian wusste, was sie vorhatte. Meine Herrin ist unschuldig. Ja. Sir Gorim, eure Loyalität macht euch als Zeuge unbrauchbar. Es wird andere zu, die Geschichte zu erzählen. Ihr, Speer, was ist geschehen? Trian und seine Männer waren vor uns dort. Es sah aus, als hätten sie gegen die dunkle Brut gekämpft. Ja, du bist gekauft, Lady du Schwein. Duncan ging auf sie zu und wirkte vollkommen freundlich, aber als wir näher kamen, befahl sie uns anzugreifen. Mhm. Das ist gelogen. Dann sollten wir die Wahrheit herausfinden. Ja, Franklin, nur wie? Ivo, ihr seid ein Mann von Ehre. Na, Ivo? Sagt uns, hat der Speer die Wahrheit gesagt? Das hat gekauft, er, ne? Es war schrecklich. Hätte ich dir vielleicht... Prinz Trian hatte nicht die geringste Chance. Hätte ich dir vielleicht den Helm geben sollen. Hat Lady Edukin ihm seinen Siegelring abgenommen. Verräterischer Hund! Ruhe, Gorim! Gut eingefädelt, Balin. Möchtest du noch etwas dazu sagen, meine Tochter? Ja, ich bin unschuldig. Ich wünschte, ich könnte dir glauben. Mein Gott. Fesselt sie. Die Versammlung wird über sie urteilen. Yep. Nach Orsama. Ja, ne? Balin. Wenn man im Hauptspiel nicht diese Origin spielt, dann kommt... Ja. Das mittlere Kind zu Tode und es bleibt bloß noch Balin übrig. Quest, die Verbannung. So, guck mal, da sind wir jetzt wieder ganz normal angezogen, sehen gar nicht mehr so kaiserlich und königlich aus. Es ist aber auch egal, meine Lieben, wir machen jetzt Schluss. Das ist schon eine relativ lange Folge geworden. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut.